Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade pünktlich hier wieder zurück im Industriegebiet und sehen, dass uns jetzt nur noch drei Arbeiter fehlen, bis wir in der Stufe aufsteigen. Das heißt, es dürfte gleich soweit sein. In der Zeit können wir hier hinten noch einmal schauen. Ich musste hier den Stadtteil ein bisschen anpassen, weil der von hier hinten da rüber geschnitten hat und deswegen sind dann da Hotels entstanden. Das sollte ja nicht so sein, deswegen habe ich das ein bisschen verändert. Jetzt denke ich, wird das gehen und da haben wir unseren nächsten Schritt geschafft. Stufe 2 ist erreicht und wir bekommen einen Bonus, und zwar in der Effizienz. Plus 4%. Die Verschmutzung reduziert sich um weitere 10%. Das ist natürlich wunderbar. Und dann bekommen wir 5 neue Gebäude. Eine Petrochemiefabrik, ein Bohrturm, eine Tupperwarenfabrik, eine Ölindustrie-Arbeiterunterkunft und eine Rohöl-Lagerhöhle. Mein Gott. Interessant. Dann wollen wir doch mal. Wo sind wir denn? Da sind wir. Dann gucken wir doch mal, was das für Gebäude sind, was die machen, wozu wir die brauchen. Ich bin gespannt. So, wir gehen aufs Öl und dann schauen wir doch mal. So, hier ist die Unterkunft. Sie erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet. Jedes Gebäude erhöht die Arbeitereffizienz um 5% bis maximal 100%. Nebengebäude müssen innerhalb des Industriegebiets platziert werden. So. Können wir mal machen. Das heißt, die müssten jetzt ein Plus bekommen wahrscheinlich. Weiß nicht, ob wir das irgendwo sehen können. Gut, dann haben wir einen kleinen Bohrturm bekommen. Der fördert wahrscheinlich Öl, ne? Genau. Produktion sind 6400, die hier produzieren 4000. Das heißt, die könnten die anderen dann ablösen. Man könnte dann die anderen wahrscheinlich abreißen. Und dann haben wir diese Fabrik bekommen. Was machen die? Rohöl mittels fluider katalytischer Spaltung zu Olefinen, die als Grundlage für Polymere und Oligomere in Produkten wie Plastik dienen. Okay, habe ich nicht verstanden. Naja, schon. Verstanden schon, aber mit den Wörtern kann ich halt nicht so viel anfangen. Und dann haben wir hier ein Lager. Wir bauen das einfach mal und schauen. Ich finde zum Beispiel, die hier passen zum Öl natürlich viel besser, diese Tanks. Das ist für mich eher keine Lagerstätte. Unterirdische wahrscheinlich eigentlich. Genau, Lagerhöhlen unterirdisch. Können wir auch machen, aber ich würde zum Großteil auf Tanks zurückgreifen wollen. Lassen wir mal ausgewogen. Was hatten wir noch? Wir haben, genau, eine Tupperwarenfabrik. Oh, die ist aber sehr groß. Wobei groß hier ja jetzt auch relativ ist. Dann würde ich sie erstmal dahin bauen. So. Es wäre schön, wenn das jetzt mal erklärt wäre. Okay, wir brauchen beides. Plastik. Und das stellen wir dann also. Wo haben wir die denn jetzt hingestellt? Da, die produzieren Plastik. Das brauchen wir. Und was brauchen wir noch? Erdöl. Das brauchen wir beides. Produzieren das ja dann. Dann wird das dahin gebracht. Und die produzieren dann Plastikprodukte. Was dieses hier zu bedeuten hat. Ob dann einfach die Produktion hochgefahren wird oder so, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Das werden wir dann mal schauen.
Was ich schön fände, wäre es, wenn wir es so umbauen würden hier später mal, dass die Tanks hier vorne am Wasser liegen, wobei ja da wahrscheinlich auch noch mehr kommt. Was kommt da noch? Man kann es auch schlecht erkennen. Ah doch, wir haben die hier schon. Dass wir so gucken können, wie groß das ungefähr ist. Nee, hä? Nee. Nee, das war noch ein altes Gebäude. Okay, ich dachte jetzt gerade. Das sind noch alles Speicher, ne? Genau, also viele Speichermöglichkeiten. Dann kommen aber noch mehr Fabriken. Vielleicht warten wir auch einfach, bis wir das alles haben und bauen dann hier dieses Gebiet nochmal um. Verlagern alles, machen es schön, weil dann kann man ja vielleicht auch besser sehen, wie das miteinander zusammenhängt. Wir können ja mal schauen. Sind die jetzt dazugekommen? Wahrscheinlich, ne? Wir haben aber schon wieder ordentlich mehr Arbeiter bekommen. Machen 1200 Gewinn. Das ist jetzt nicht ganz so viel, weil Plastik halt noch nicht produziert wird. Wir haben da, also wird produziert, aber wir haben noch nichts, was wir verkauft haben. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann anfangen. Genau, Unterhalt verringert sich. Wir brauchen wahrscheinlich gar nicht 100%. Die muss ja erstmal anlaufen. Und ja, jetzt wird es dunkel. Ich habe nämlich mal den Tag-Nacht-Zyklus angeschaltet. Ich wollte einfach mal unsere Stadt zumindest einmal im Dunkeln sehen. Danach werden wir das vielleicht wieder ausschalten, um weiterzubauen. Aber so ab und zu, finde ich, könnten wir das eigentlich mal machen, dass wir uns die Stadt im Dunkeln auch anschauen. Das passiert jetzt gerade. Weil, wozu haben wir sonst diesen DLC, wenn wir es gar nicht nutzen? Und ich glaube, unsere Stadt ist auch in der Nacht echt schön. Was ich nicht weiß ist, verkaufen die das einfach so an irgendwelche Gewerbegebiete oder was machen die da genau mit? Die brauchen auf jeden Fall erstmal das ganze Material. In der Zeit können wir uns ja mit weiteren Dingen beschäftigen. Zum einen würde ich gerne hier hinten, das ist natürlich jetzt sehr schön anzusehen hier, unser Touristengebiet hier hinten, wirklich sehr hell erleuchtet. Können wir auch mal in die schönere Perspektive gehen. Also sehr schön hier. Gefällt mir sehr gut, auch mit dem Sonnenuntergang jetzt. Und da sehen wir mal, was hier am Himmel los ist, was wir an einem Flugverkehr hier haben. Mein Gott, das ist aber auch nicht normal. Da blinkt es überall, alles Flugzeuge, sowohl Fracht- als auch Passagierflugzeuge. Ja, gefällt mir gut, aber was ich machen möchte, ist eigentlich das hier noch irgendwie zu füllen. Weil das gefällt mir noch nicht so, dass hier so viele leere Plätze sind. Dann können wir mal schauen. Zum einen wäre natürlich die Möglichkeit, dass wir hier... Ach ne, wir haben hier kein Parkgebiet, ne? Ja, wir haben ja gar kein Parkgebiet gestanden. Man könnte das natürlich weiterführen. Wobei ich sagen muss, auch hier. Irgendwo. Da war doch ein Spielplatz. Genau, da ist ein Spielplatz. Und dann würde ich sagen, hier kann auch dieses Klettergerüst noch hin. Und dieser Kletterpark. So, der Park scheint aufgestiegen zu sein, ne? So, da ist ordentlich was los dann. Genau, hat 4 Sterne bekommen. Und wir können dann auch schauen, ob wir hier aus den anderen Dingen auch noch was benutzen können. Ja, das finde ich nicht so schön, weil das halt so bunt ist. Vielleicht haben wir hier im Zoo was. So,
Zum Beispiel haben wir hier noch einen schönen Platz. Den können wir hier noch irgendwie mit einbauen. Und dann vielleicht auch einen Kaffee. Ja. So. Wobei, da können wir auch noch... Nein, möchte ich eigentlich gar nicht. Es sieht halt ein bisschen leer aus, diese ganzen Bereiche hier. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht machen wir einfach hier vorne nochmal ein bisschen... So ein bisschen die Gebiete voll. So, da müssen wir mal gucken, was wir da noch hinmachen. Aber hier zum Beispiel. So. Und dann werden da sicherlich auch nochmal schön irgendwelche Kaffees entstehen oder so. Hoffe ich jedenfalls. So wie es hier der Fall ist, das gefällt mir ja gut. Auch dazwischen würde ich noch mal was machen. Soll ruhig bebaut sein. Dann sieht es ja nicht mehr so ganz leer aus. Und da müsste man schauen, was wir da noch dran machen können. Ach, seht ihr? Wir können mal... das müssen wir mal wegmachen. Hallo? So, wir müssen mal die Geschwindigkeit hier wieder anpassen. So. Denn... Und die Straßenbeschränkung müssen wir auch anmachen. Machen wir auch gleich mal. Das wurde ja auch alles zurückgesetzt. Weil sonst lohnt sich die Bahn nicht, weil sie viel zu langsam fährt. Das ist dann nicht unbedingt das, was wir hier wollen. Deswegen machen wir das und dann müssen wir auch die Fahrzeugbeschränkung hier anstellen, weil sonst geht es irgendwann vielleicht so weiter, dass zu viel Verkehr da ist. Das müssen wir eigentlich auf allen Straßen machen, wo wir das hatten. Wobei das nicht ganz so schlimm ist. Hier müssen wir das auf jeden Fall jetzt tun. Das mache ich mal. Fahrzeugbeschränkung. Wir sollen ja keine Autos... Und sowas langfahren. Busse müssen wir machen, weil das unsere Bimmelbahn ist. So, dummerweise ist das ja immer nur von Kreuzung zu Kreuzung dann. Wir können also nicht sagen, die ganze Straße hier außen drumherum. Wobei, das zählt nicht als Kreuzung, diese kleinen Wege. So, dann hier auch einmal. Doch, Bus schon. Ja, und dann geht's doch schon bis dahin. Weil ich habe das eben gesehen, dass hier relativ viel Verkehr war. Unsere Bahn. Ja, ein paar Leute fahren damit, mit den Bussen. Auch so ein paar wenige, nicht viele. Vielleicht auch, weil hier so viele hintereinander unterwegs sind, aber gut. Ist ja sowieso kostenlos, von daher nehmen wir da sowieso nicht viel Geld ein. Und wir haben ein Heizungsproblem. Aha. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir wahrscheinlich aufrüsten, ne? Heizung, jawohl. Verbrauchen sehr viel. Es ist auch sehr kalt geworden. Aber wir haben ja hier noch Platz und wir können auch zwei davon ruhig bauen. So. Wie viel produzieren wir?
80. Dann bauen wir mal ruhig 3 dazu. So. Und dann hoffe ich, der Strom, ja, der Strom springt über. Unsere Produktion wird aufrechterhalten. Und ich sehe gerade, wir machen ein Plus von 41.000. Das ist jetzt aber in die Höhe geschossen. Oder liegt das daran, dass Nacht ist? Weil wir da irgendwas eingestellt haben, dass nachts weniger produziert wird? Müssen wir mal schauen hier. Oder machen die so viel Gewinn, dass uns das so... Ne, wir machen sogar Minus hier. Okay, dann liegt das an der Nacht. Dann liegt es an der Nacht. Dann wird es tagsüber wahrscheinlich wieder ein bisschen sinken auf unsere, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000, die wir hatten. Jetzt haben wir hier zwar Plastik, der ja auch 5 Tonnen produziert wird. Aber wir verkaufen es gar nicht. Und das verstehe ich gerade nicht so ganz. Okay, Plastik kommt ordentlich rein. Aber Erdöl eben nicht. Warum kommt jetzt so wenig Erdöl nach? Haben wir nicht so viel? Doch, ne? Die sind ja fast voll. Ja, doch, die sind relativ voll mit Kram. Von daher verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Warum wir da keinen Gewinn machen. Die haben ja hier was. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, woran das liegt. Weil die kein Erdöl bekommen oder was? Frachtlaster benutzen die ja auch kaum. Also, jetzt haben wir hier ja unser Lager. Okay, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wozu das gut sein soll. Abgegrenzte Industrie, Ölprodukte. Was bedeutet denn das? Was haben wir denn ansonsten noch? Erdöl und Plastik. Erdöl und Plastik, ja gut. Das ist ja... Ne, Moment, wir machen aus Rohöl, Erdöl, ne? Wir speichern hier ganz normal Öl drin, Rohöl. Und produzieren Rohöl zu Erdöl. Das heißt, wenn wir das hier zu einem wahrscheinlich erstmal leeren, so, und wenn das leer ist, dann machen wir das mal zu einem Erdöllager und schauen mal, was dann passiert. So, jetzt ist hier ordentlich Öl gekommen. Die fahren ja jetzt irgendwo hin. So, Materialkosten. Die kaufen ein und produzieren so viel. Jetzt haben sie auch alles. Jetzt ist es angekommen. Wir setzen das doch mal wieder ein bisschen höher. 85% würde ich sagen. Machen wir denn jetzt einen Gewinn hier? Jetzt wird auch was verkauft. Okay, dann war das vorhin nur so, dass gerade kein Öl da war oder was. Nur wir haben Rohöllager, haben wir ja jetzt. Dann haben wir hier gleich ein Erdöllager, würde ich sagen. Und brauchen wir auch ein... Plastiklager. Plastik. Jetzt ist das voll. Wieso ist das jetzt wieder voll? Nein.
Wir machen da mal Erdöl draus. Ah, okay, jetzt macht das automatisch leer. Macht er leer und dann füllt er das mit Erdöl wieder auf. Aber heißt das jetzt, die bringen das da hin? Weil das ist ja bestimmt dafür da, wenn man dann mal einen Engpass hat, dass man das überbrücken kann. Dass die, wenn wir da Füllen machen, immer relativ voll sind. Und wenn man das nichts bekommt, dann kann man es leeren, damit die Fabriken weiterhin laufen, ne? So schätze ich das. Aber jetzt produzieren die ja auch. Von daher müssen wir nochmal abwarten und schauen, was da passiert. Und dann macht es auch wirklich Sinn, das erst dann umzubauen alles, wenn wir wissen, wie es hundertprozentig funktioniert, wenn wir das alles gut ausbalanciert haben. Dass das so ungefähr passt. So, dann geht auch die Sonne auf. Da gibt es ein Problem mit Müll. Aber den haben wir ja jetzt nicht ausgeschaltet, ne? Ne, da kommt die ja sowieso hin. Ganz normal eigentlich. Sowieso ein paar Probleme mit Müll hier hinten. Und die Nachfrage nach Wohngebieten ist auch schon wieder gekommen, obwohl wir hier ein kleines Gebiet gebaut hatten. Wir können natürlich hier dran lang auch noch, wobei es da relativ laut sein wird wahrscheinlich. So. Ruhig nochmal bauen. Ja, und dann müssen wir das einfach nochmal im Blick behalten. Wie es denn hier weitergeht. Ich würde aber sagen, für heute war es das mit der Folge City Skylines. Nächstes Mal gucken wir weiter im Industriegebiet. Das sind jetzt viele Folgen, in denen es um Industrie geht, aber das ist natürlich logisch wegen dem DLC Industries, sagt ja der Name eigentlich schon. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.